tun. Kann die Raquel Akkordeon spielen? Ja, ja, wie geht's? Ja, ob sie es kann, das sehen wir später. Ich bin jetzt endlich angelangt im Filmpark Babelsberg. Die Motoren sind gestartet, das Feuer brennt. Und ich werde gleich bei der Stuntshow mitmachen, aber erstmal sehe ich die Profis hier. Die Stuntshow, die Filmpark-Geschichte schrieb, erfindet sich immer wieder neu. Pünktlich zum Saisonstart feiert sie Premiere. Der legendäre Vulkan im Filmpark Babelsberg steht wieder kurz vor einer Eruption. Bartertown The Next Generation erzählt die Geschichte von John und Lara, die sich nach einer Notlandung ihres Helikopters mitten in einer auswegslosen Situation befinden. Der Kampf beginnt. Mit einer neuen Story, neuen Special Pyro und Soundeffekten wird sie sicherlich an die Vorgängershow anknüpfen. Wenn auch Sie die Show und andere Attraktionen im Filmpark Babelsberg sehen wollen, TV Berlin verlost 6 Familientickets. So, ich habe es euch versprochen, ich bekomme gleich einen Stunt gezeigt und zwar von Markus Weber. Hi Markus. Hallo. Sag mal, was machst du? Was ist deine Rolle hier? Also prinzipiell bin ich der Brenner in der Show. Das ist mein Spezialgebiet, aber... Du brennst, oder wie? Genau. Echt? Feuerfesten Anzug an und dann können wir sehr, sehr aktiv mit dem brennenden Anzug hier auf der Fläche auch spielen. Und das wirkt für den Zuschauer immer sehr, sehr gut. Ich wollte euch den auch zeigen, aber es geht nicht wegen den, es ist am Stürmen hier. Genau, dadurch, dass halt so viel Wind jetzt hier ist und so viel Verwirbelung hier ist, das ist einfach zu gefährlich. Oh, und, ja, Mensch, das wollte ich unbedingt machen. Aber wir kriegen was anderes hin, ja. Was dir bestimmt auch gefallen wird. Genau, was willst du mir zeigen? Ich würde dir einfach die Basics zeigen, ne? Ja. Wie jeder Stuntman so angelernt wird, was so jeder drauf haben soll und was das A und O einfach im Film und Fernsehen ist. Das sind einfach die Schläge. Soll dir irgendein Tritt fährt? Genau, und dann als Special werde ich einfach mal zeigen, wie man so einen Mann außer Gefecht setzt. Au, weil ein Tritt in den... Nicht Ostereiern, weil die Sendung läuft Ostern. Ah! Aber da in dem Bereich wird es dann hingehen. Ne? Okay. Genau. Und dann kommt die Reaktion. Ne? So, und dann ist halt wichtig, dass du weißt, was ich mache. Ne? Wenn ich dir zum Beispiel hier einen Schlag gebe, spielst du die Reaktion an meiner Hand, spielst du die mit. Also du zeigst dem Zuschauer, wie doll mein Schlag ist. Und jetzt bewegen wir uns mal hierher. Und jetzt holen wir mal richtig aus. Ne? Das tat nicht weh. Ich bin versichert. Dankeschön. Super. Es gibt so viel zu gewinnen. Extra für Ostern habe ich das gemacht. Zuckersüß, wie das Häuslein. Naja, es gibt Prime Waves bei Wilson, es gibt Sally and Fred Tickets und dann hier im Filmpark Babelsberg und natürlich CDs von der Gruppe Meinfeld aus Südtirol. Oh la la. Direkt aus den Bergen von Südtirol, im Herzen der Hauptstadt, nämlich in Neukölln, gastieren die Jungs der Band Meinfeld im gemütlichen Fräulein Langner. Hier trafen sie Raquel, um den TV Berlin-Zuschauern ihr Album Living Room vorzustellen. Ich heiße Patrick und bin der Sänger der Band und spiele auch Gitarre. Soll ich jetzt die ganze Zeit? Nee, das ist okay. Und du? Ich bin der Willi, ich spiele Schlagzeug und Akkordeon. Hallo, ich bin der Otti, ich spiele das Banjo und die E-Gitarre. Und ich bin der Veit und darf Bass spielen bei Meinfeld. Begonnen hat übrigens alles im Jahre 2011. Meinfeld wurde geboren. Und wie findet ihr es hier? Wir sind hier in Neukölln. Und kennt ihr Berlin? Wir waren vor 2 Jahren schon mal hier, genau in diesem Lokal. Ah, okay. Und deshalb, weil es da so toll war und uns dieser Abend so gut gefallen hat, haben wir gesagt, da kommen wir nochmal her. Oh, I know I have to leave. In our time, what's left, it's brief. Und wie ist es jetzt? Ihr geht jetzt auf Tour und seid jetzt in Berlin. Und, wo wart ihr vor und wo geht's jetzt hin? Ja, von Berlin aus starten wir. Und es geht jetzt dann, also wir spielen in Deutschland, in verschiedenen Städten, aber auch in Österreich und in der Schweiz. Und für Herbst dann noch eine ausgedehnte Tour durch Skandinavien auch geplant noch. Was
wir haben jetzt zwei Videos online. Bei One Last Time, da haben wir einen bekannten Regisseur aus Österreich, also von uns, ein Bekannter von uns, der Daniel Lowy. Und der hat eben mit uns dieses Video dann gedreht. Und produziert, habe ich gehört, Unheilig, der Producer, oder liege ich da falsch? Nee, stimmt, der Oliver Pinelli hat mitgearbeitet und hat so ein bisschen die Studioregie übernommen. Wie ist das Leben in Südtirol? Seid ihr da bekannt jetzt schon? Ja, in Südtirol haben wir schon einen tollen Namen erspielt, also sind recht bekannt. Da hatten auch eine große Medienpräsenz, eben auch durch das neue Album. Mhm. Haben dort schon fünf Konzerte gespielt, also größere, wo wir die CD auch vorgestellt haben. Und ja, das Leben ist schön in Südtirol, auf jeden Fall. Es ist eine tolle Landschaft, nette Leute. Feel your heart heavy like a stone. But I am bound to die alone. Ja, du spielst Akkordeon. Also alles ist toll, dein Gesang, dein Bass, dein Gitarre. Ja, das ist auch toll. Aber Akkordeon ist ja dieses alte Instrument, was in Volksliedern, aber das gibt es ja jetzt in Techno-Liedern, in der Rap-Musik und jetzt bei euch. Was ist eure Musikbezeichnung erstmal? Also wir werden, also am ehesten kommen wir dem Folk Country wahrscheinlich, werden wir gerecht. Natürlich sind noch andere Einflüsse drinnen, weil auch jeder von uns noch andere Musik hört und man wird auch durch viel verschiedene Musik beeinflusst. Und das kommt dann irgendwie alles mit rein. Aber ja, die einfachste Bezeichnung wäre Folk Country mit vielleicht Songwriting und Pop-Einflüssen. Okay, das ist eine tolle Kombination. Neues. Eine neue Stilrichtung haben wir jetzt genannt bekommen, die Skiffle. Nochmal auf ja. Deutsch übersetzt oder Berlin? Ja, ich habe das davor noch nicht wirklich gehört. Also das müssen wir erstmal recherchieren, was das überhaupt ist. Wie ist Skiffle. Das? Skiffle. Also unser Vermieter hier in Berlin hat gesagt, er würde sagen, es ist eher so Skiffle mit Jazz-Einfluss. Also das haben wir noch nie gehört. Aber. Ach so, der Berliner hat das gesagt. Also euch Berliner, wenn ihr das wisst, schreibt uns und erklärt uns mal, was Skiffle heißt. Was könnte das bedeuten? Aber da liegt so ein schönes Akkordeon, da zeigen wir mal gleich drauf. Und darf ich mal das in der Hand haben? Du hältst mein Mikrofon. Ja. Ein Mikrofon. Wow. Jetzt, hallo, jetzt wundert ihr euch bestimmt. Was macht denn jetzt die Raquel mit ihrem... Mit so Kann die Raquel Akkordeon spielen? Ja, wie geht das? Wow. Ich weiß zumindest, wie man es hält. Und da öffnet man? Richtig. Und hier sind die... Hier kann man reindrücken. Ach so, ja. Und hier ist irgendwo... Was? Ja. Und das mit dem Eingebucht, das ist das C. Ja. Da, wo? Da. Ja? Ja, das ist das C. Und dann lege ich einfach los, ne? Also ich muss euch sagen, ich habe 10 Jahre Akkordeon gespielt. Aber, yeah! Aber ich kenne nur noch ein Lied und das spiele ich immer wieder. Das und das wollen wir jetzt hören. Okay. Hören wir mal. Kennt ihr das? Mit Jazz-Einflüssen? Skittle. Oh, danke schön. Merci. Sehr gut. Danke. So, dann gibt es für unsere TV Berlin-Zuschauer noch was zu gewinnen. Also ich gebe dir erstmal das Akkordeon wieder. Ich nehme das, was ich besser kann, moderieren. Und es gibt noch eine CD, die habe ich hier. Das ist die neueste, hier, erklär mal. Doch. Genau, ja. Also die CD heißt Living Room. Also die Ambiente passt ja, ne? Ja, eigentlich. Passt perfekt dazu. Aber es war jetzt nicht bewusst. Ne? Ihr habt nicht das Lied so benannt wegen dieser coolen Kneipe, wo ihr vor 2 Jahren aufgetreten seid. Nee. Aber es passt doch. Ja, es passt super. Also auch gestern hatten wir auch so ein Living Room Art. Das war super. Aber es gibt einige hier. Ja. Bei euch auch da in Südtirol? Eben nicht. Nur bei der Omi. Da bauen wir das Wohnzimmer selber dann auf der Bühne. Oder bei den Omis dann. Ne? Ja, da kommen da nicht so viele Leute. Da werden wir nicht so häufig eingeladen. Bei den Omis? Die müssen nur stolz auf ihre Enkelchen sein und so. Die sind braut auf uns. Ja, mein Englisch. Sehr stolz. Also es gibt für die TV Berlin-Zuschauer 4 handsignierte CDs, die sie noch signieren werden. Ne? Und
Ich bin es toll. Ich sehe einen weiten Weg vor euch, kann nämlich in die Zukunft schauen. Und als ich euer Video gesagt habe, habe ich gesagt, mein Gott, die Südtiroler. Die kommen den Berg hinunter und zeigen es der Welt. Ja, hoffen wir es. Ja. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Bitte schön, danke. Das Debütalbum von Meinfeld, Living Room, kann sich mehr als hören lassen. Ja, und Raquel ist sich ganz sicher, dass sie die Jungs irgendwann einmal in der nahen Zukunft auf der ganz, ganz großen Bühne Europas wieder sieht. Und dann wollte ich noch was sagen, und zwar hat TV Berlin den Innovationspreis 2015 der Regionalfernsehsender deutschlandweit gewonnen. Ist das nicht toll? Und das gucke ich mir jetzt an. Vor kurzem war es wieder soweit. Unzählige regionale Fernsehsender trafen sich in Magdeburg zur Preisverleihung. Der Regiostar 2015 gilt als die Auszeichnung im Lokalfernsehen. Und auch TV Berlin warf seinen Hut ins Rennen. Zur Wahl standen die beste Moderation, die beste Nachrichtensendung, das beste Gesellenstück, der Zuschauerpreis und die beste Reportage. TV Berlin stach hier heraus, denn mit seinen TV Berlin Nachrichten gewann der einzige private regionale Fernsehsender der Hauptstadt den Sonderpreis der Jury, den Innovationspreis 2015. Der Innovationspreis 2015 gilt diesmal an TV Berlin für einen sehr gut gemachten Nachrichten-Newsblog, der stündlich erscheint. Der Newsblog wird parallel für das Smartphone aufbereitet und im Netz bereitgestellt. Erstmal vielen, vielen Dank für diesen tollen Preis. Ist eine besondere Herausforderung und auch eine besondere Ehre. Wir haben heute viel gehört über die Zukunft des privaten Fernsehens, des Regionalfernsehens. Und wir haben immer heute Abend auch ein bisschen gehört, ja, das Internet, YouTube, Facebook, wir müssen uns da Gedanken machen. Und ich möchte heute Abend vielleicht noch mal ein bisschen was im Auftrag, im Namen von TV Berlin sagen. Wir versuchen ja gerade mit dieser Form von Nachrichten den Spagat, dass wir gerade auch die neuen Medien, sie sind ja nicht mehr so neu, dass wir gerade auch Zuschauer, potenzielle neue Zuschauer für unser regionales Fernsehen interessieren. Und ich denke mal, in dieser Form der Nachrichten sind wir schnell vor Ort, können schnell agieren, sind auch schnell in der Lage, stündlich, halbstündlich neue Nachrichten zu fabrizieren. Und ich denke mal, das ist gar keine so große Hürde, YouTube und Facebook, zumindest was die Metropolen angeht, in das aktuelle Programm des Regionalfernsehens zu integrieren. Ja, und dafür danke für diese Auszeichnung. Der Erfolg, auch das Feedback unserer Kunden, unserer Zuschauer, unserer Partner gibt uns auch recht. Und vielen Dank für diese Auszeichnung. Die kriegt einen besonders guten Platz bei uns in der Redaktion. Vielen Dank. Danke an die Jury und natürlich an unsere Zuschauer, die das möglich machten. Regionalfernsehen bedeutet Engagement, gerade auch von Unternehmen, die das gut finden und mit ihrer Werbung finanzieren. Ja, und gerade auch im Hinblick auf die Finanzierung gab es wegweisende Worte von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident. Und ich sage, die Diskussion wird in den nächsten Jahren darauf hinauslaufen, dass wir das, was wir über Gebühren einnehmen, in das Gesamtmediensystem versuchen hineinzuprojizieren, damit wir Vielfalt haben und vor allen Dingen Regionalität und Örtlichkeit, die ansonsten kaum noch stattfinden. Lokalfernsehen, das Zukunft braucht, und TV Berlin, was für seine Arbeit ausgezeichnet wurde. Was kann es Besseres geben, als diesen Ansporn auch weiterhin im Auftrag unserer Zuschauer ein Programm zu machen, was interessiert und interessant genug ist für Unternehmen, hier auch zu werben. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Baby.